Hallihallöchen und damit willkommen zu einem neuen Video von mir, dem David106. Und heute gucken wir uns mal an, was es jetzt nämlich heute Neues gab. Und zwar die Insel hat sich mal wieder bewegt. Zwar nicht, sie scheint jetzt über dem alten Feld, über dem alten Gravity Feld zu sein und hat dort irgendwas gemacht. Und zwar der Würfel hat sich irgendwie aktiviert und hat diese Platte aus dem Boden herausgehoben. Und außenrum sind jetzt auch noch so kleine Bounce Pads, die so wie kleine Vulkane aussehen. Und er holt jetzt die Platte mit der Beschriftung raus. Ich habe auch versucht reinzufliegen, es passiert aber nicht. Aber überall sind Blitze, es ist ein schwarzer Hauch und ich finde, es sieht richtig cool aus. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht nimmt er jetzt diese Platte auch wirklich mit und die Insel wird immer größer und so. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es höchstwahrscheinlich morgen dann wieder sehen, wenn er vielleicht weitergeht und wenn die Insel wieder weitergeht. Und wird die Platte vielleicht mitgenommen und schwebt dann vielleicht an der Seite oder so? Könnte ich mir ganz gut vorstellen, wird auch höchstwahrscheinlich so sein, ich bin mir aber nicht sicher. Auch die Geräusche von dem Ganzen sind relativ spooky, die kann ich euch gleich mal im Hintergrund jetzt einblenden. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn das Spiel noch nicht angefangen hat und man in der Wiederholung ist, sieht man noch keine Blitze. Man sieht zwar unten die Insel schweben, man sieht aber auch noch keinen schwarzen Hauch oder so. Und was man auch nicht sieht, sind, dass die Felder aktiviert sind. Das kann ich euch gleich auch nochmal in dem Video zeigen. Auch der Würfel scheint noch nicht richtig aktiviert zu sein, er scheint in einer normalen Form zu sein, scheint zwar schon so ein bisschen mehr zu leuchten, aber auch noch normal zu sein vor der Runde. Vielleicht heißt es dann noch was, wie ihr jetzt sehen könnt, gehen langsam die kleinen Bounce Pads sozusagen, die kleinen Vulkane sozusagen an, wie so kleine Lichter. Und ich finde es schon irgendwie cool zu sehen und weiß nicht, was das so vielleicht zu heißen hat. Und ja. Wie man das Ganze auch auf der Karte sehen kann, ist es jetzt etwas dunkler rumgemacht und man hat auch so ein kleines Fadenkreuz sozusagen irgendwie. Und es sieht halt etwas dunkler aus. Finde ich ganz gut gemacht. Übrigens, Leute, es sind auch alle Steinköpfe weg.